Hallo, das war mein neuer Anfang mit kleinen Husten und so. Jupp, da fängt es auch schon mal falsch an. Wie ihr sehen könnt, das ist meine Base. Riesig, ne? Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist eigentlich nur die Base von einem Freund von mir, der mir sagt, dass ich was für ihn spielen soll. Beziehungsweise, ich soll es für ihn weiterbringen. Er hat keine Zeit dafür. Und darum mache ich jetzt mal irgendwas bei seiner Base. Gehen wir mal was zu meiner eigenen Base. Ist sie nicht wunderbar? So wunderschön. Und eine Frage: Ich habe ja noch 3 Tage Schutzschild. Habe mir für 250 Juwelen ja eine Wochenschild gekauft. Und habe mir einen 3-Tages-Plan zusammengestellt. Und zwar will ich alle Magiertürme verbessern von mir. Auf Level 5 dann, wenn ich mich richtig. Ja, auf Level 5. Und dem restlichen Geld noch dann die Minenwerfer. Aber da hole ich mir kein extra Schild dafür. Und mein Plan ist, wie ihr sicherlich schon wisst, einfach meine Base komplett aufleveln. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, seit einem Update bekommt man weniger Ressourcen von Minen her, also nur noch die Hälfte davon. Finde ich schade, aber naja, Mauern verbessere ich dann irgendwann anders mal, wenn ich Lust habe. Habe ich genug Truppen, genug Elixier? 3 Millionen Elixier. Und das wollte ich euch sparen. Was soll ich machen? Soll ich Päcker auf Level 2 erforschen, Drachen auf Level 3, Riesen auf Level 5, oder sag mir, was soll ich hier holen, was soll ich verbessern? Sag es. Sag es, was ich verbessern soll, und ich mache es. Oder soll ich mir bei Armee, glaube ich, hier das für 1,5 Millionen kaufen? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Und würde mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreiben könntet, was ich mir holen soll. Nun kommen wir zu meinen Bewertungen. Ich natürlich zu der Predator Agent. Beste Base überhaupt, ne? Ich weiß. Bin im Clan cool, könnt ihr auch meinetwegen reinkommen. Stört mich nicht. Oh, da nichts ändert. Wir suchen hier mal Anton. Anton ist in meinem Clan und wurde ziemlich zerfickt. Er ist im Moment in Afrika, was er in den Kommentaren geschrieben hat. Und, kann natürlich deswegen jetzt nicht umkommen, nichts einsammeln, hat auch volles Gold überall, glaube ich. Ja, fast überall voll. Sicherlich, wenn er das dann einsammeln würde, der alles folgen könnte, noch sich irgendwas verbessern. Keine Ahnung was. Habe ja nicht mal irgendwas davor zu machen. Tom. Also Anton Schumann, ganz gute Base. Tom. Ist scheiße. Ich muss einfach nur hier oben, darf mit Riesen reinrennen und Teil ersetzen, nachdem er das da zerstört wurde, die Luftabwehr. Das kann ich jetzt zerblitzen, dann kann ich die beiden hier zerstören. Und schon ist nichts mehr im Weg. Hier, komm, das kann man eigentlich auch noch zerstören. Das wird schon eher kritisch, aber man merkt ja schon, wie seine Angriffe gehen, alles nur im Luftkampf. Was soll man machen, Tom? Adriano, der Italiener. Da stelle ich mir jetzt so einen kleinen Italiener vor. Schwarzhaarig. Müssen noch alle Mauern verbessern auf Level 7? Kann er machen, ja. Ja, auf Level 7 müsste es noch verbessern, oder würde ich sagen. Und dann erst das Rathaus verbessern. Und dann hat er, glaube ich, alles andere schon verbessert, möglichst weit, so wie es geht. Und dann würde ich das Rathaus erst verbessern. Seine Base ist aber, wie sie aufgebaut ist, vom Aufbau her, für eine Level 7 Base, eigentlich sehr gut. Muss man schon eher überlegen, wie man das angreifen würde, um es effektiv zu vernichten auch. Nico. Ja gut. Kanone vor der Mauer, kann man easy peasy zerstören.
Der verbessert gerade auch seine Magiertürme. X-Bogen sind gut platziert, hat alles im Blick. Minenwerfer, die sind eigentlich meiner Meinung nach, würde ich eher die weiter hinten platzieren und eher die Bogenschützentürme weiter vorsetzen. Da, wenn man ja so nah an die Minenwerfer rankommt, dann können die ja gar nicht mehr feuern. Darum wäre es immer praktisch, die weiter hinten zu tun. Sonst aber keine schlechte Base. Wir suchen hier Gurken. Okay, gut, dann gehe ich weiter runter. Ich fange mal von unten. Ich gehe jetzt nach unten. Ganz kurz nach unten. Tristan Cartwright. Hey, mit dem ich ja. Also, damit so einen ähnlichen habe ich auch aufgenommen, mal. Glaube ich. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass ich jetzt was Gutes. Das Rache. Fallen ist doch gar nicht, das Rathaus herzustellen. Da man dann, nur wenn man das Rathaus erstellt, trotzdem kein Schild bekommt. Von daher unpraktisch. Cool Jack. Cool Jack ist tot. Wahrscheinlich auf Punkt 8. Aber wenn wir dann nicht voll sind und auch mal vorne sehen, dass er inaktiv ist. Gehen wir in die Mitte ungefähr. Die Base hier gefällt mir, ist schön symmetrisch, bis auf die Schandfläche. Und diese, ist nicht ganz da. Aber trotzdem, wenn wir das so hier sehen würden, wäre schon ziemlich schön, die Base. Ich bin jetzt sehr großer Fan von Symmetrie. Die Mauern müssen theoretisch alle, oder müssten noch alle verbessert werden. Und was könnte man noch sagen, was jetzt hier scheiße gelaufen ist? Kann schon treffen. Interessant, er hat schon Drachen. Ja, gesperrte Truppen 10, gewonnene Angriffe 30, gewonnene Verteidigung 3. Nein, Truppen erhalten 30, gewonnene Angriffe 0. Und Verteidigung gewonnen 3. Wenn wir es bei mir aber schauen, sieht es ganz, ganz anders aus. Gewonnene Angriffe 2, gewonnene Verteidigung nur. Was? Wie sieht das jetzt nur auf dem Klang kriege oder so etwas? Dann. Warte, nein, das ist nicht da, das ist hier. Hier sieht man ja, Verteidigung gewonnen. Meine Angriffe sind etwas weniger. Das, da habe ich einfach nur Trophäen gesammelt und habe einfach gesagt, scheiß drauf. Ja, ich bin nicht so der beste Angreifer, aber. Was soll man schon sagen? Und ich lade jeden hier, wieder, der dieses Video sieht, in diesen kleinen Crew reinzukommen. Und der Anton ist auch immer so der Tag, und dann ist der Trick. Und Cool Data ist drin. Cool Data, Christian Katrin, Adriano, Gurkenton, Anton, Nico. Kritik rein. Das ist geschafft, ganz wieder und darum habe ich keine Ahnung. Ich habe auch keinen Ahnung verstanden, da ich mir ein Schild gerade erst gekauft habe. Und diese Juwelen habe ich mir die ganze Zeit gesammelt, weil ich sehr viel abgeholzt habe, Bäume und sowas. Und ich würde jetzt mal spontan sagen, dass ich das auch schon war damit.